Diese Fehler schwächen dein Kind. Ja, ein sehr, sehr drastischer Titel. Und wir wollen ja auch häufig nicht davon reden, dass wir Fehler machen, weil das ist ja so ein bisschen... Also meine Annahme ist ja, Menschen machen Dinge nicht extra, sondern handeln immer aus ihrer besten Option heraus. Sie haben häufig nur keinen besseren Handlungsspielraum. Deswegen ist Fehler eigentlich ein bisschen das falsche Wort. Aber hey, wir sind hier auf YouTube, einer Plattform, wo man mit den Titeln dazu führt, dass Leute sie anklicken, um sie zu gucken. Also ist das eine Strategie, die wir auch nutzen, damit du das Video anschaust. Daher, lass uns mal ins Thema reingehen. In meinem neuen Buch Sei stark wie ein Löwe, wie Eltern Kinder gegen Mobbing wappnen, habe ich ab Seite 105 mehrere Fehler aufgelistet, die dazu führen, dass Kinder geschwächt werden. Und ich werde in diesem Fall jetzt nicht auf alle eingehen, ich werde nur einmal kurz durchlesen, welche ich hier benenne. Das erste ist, dass Eltern Liebe an Bedingungen knüpfen. Aber Kinder brauchen bedingungslose Liebe. Sie brauchen jemanden, der sie liebt, egal was sie tun. Aber du kennst es selber, wahrscheinlich vielleicht auch noch von dir zu Hause, früher als Kind. Man hat schon das Gefühl, manchmal wird man mehr geliebt. Und zwar, wenn man die Erwartungen der Eltern erfüllt. Und das ist eigentlich ein Problem, weil damit fühlen wir uns immer wie wir müssen immer etwas erbringen, um Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Und das schwächt Kinder, weil sie immer das Gefühl haben, sie müssen eine Bringschuld einlösen. Und das ist Stress. Also, knüpfe deine Liebe nicht an Bedingungen, sondern lieb dein Kind bedingungslos. Jetzt sagst du, ja, mache ich doch eh, aber das spüren Kinder häufig nicht. Zwischen Eltern, die mir erzählen, ich liebe mein Kind bedingungslos, und den Kindern, die ich dann spreche im Einzelcoaching oder im Training, die mir sagen, das Gefühl habe ich aber safe gar nicht, ist ganz häufig genau der Fall. Weil Eltern denken, ich liebe dich doch. Die Kinder kriegen es aber nicht mit, weil die können nicht wie Erwachsene denken. Die können teilweise nicht nachvollziehen, was hat Mama denn da schon wieder für eine komische Idee gehabt? Warum hat die mich denn da schon wieder angeschrien oder was auch immer? Achte wirklich darauf, dass du die Liebe nicht an Bedingungen knüpfst und du da sehr, sehr sauber und selbstreflektiert auch bist. Selber Kindermobber sein, darauf werde ich in dem Video eingehen. Das ist Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 3 ist Kinder ungerecht behandeln. Passiert häufig in Familien. Papa kommt mit Schuhen rein, läuft durch die Bude und es ist völlig normal. Obwohl es die Familienregel gibt, dass die Schuhe an der Tür ausgezogen werden, macht das Kind es, kriegt es den übelsten Anpfiff. Ja, und dann wundern sich die Eltern, dass das Kind nicht so über sich hinauswächst. Aber das ist ja sofort wieder ein Piekser in die Seele des Kindes und der macht natürlich schwach. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit, dein Chef hat 10 Mitarbeiter, 9 behandelt er voll fair und dich ungerecht. Wie stark wirst du aus diesem Berufsalltag herausgehen? Klar, es gibt einige, die gehen dann da wieder Felsen in der Brandung hervor, weil sie sehr gestärkt und widerstandsfähig sind, aber viele zerbrechen auch daran. Und ich denke, gerade zu Hause sollten wir nicht das Risiko eingehen, dass Kinder zerbrechen. Fehler Nummer 4 ist Kindern Gefühle absprechen. Habe ich auf diesem YouTube-Kanal schon so oft drüber geredet, werde ich jetzt nicht mehr ausführen. Wir dürfen Kindern keine Gefühle absprechen. Das führt nur dazu, dass sie ihren inneren Kompass verlieren und dumme Dinge tun, weil sie nicht wissen, was ist eigentlich für mich gut und schlecht, weil sie ja keine Verbindung mehr zu ihren Gefühlen haben. Dinge bagatellisieren und verharmlosen ist Fehler Nummer 5. Auch das passiert ständig, dass etwas wegbagatellisiert wird. Ach, so schlimm war es nicht, stell dich nicht so an, bla 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 und so weiter und so fort. Fehler 6, Kinder in unsere Schuhe drücken. Das bedeutet einfach nur, dass wir Kinder so formen wollen, wie wir sie gerne hätten und damit aber ihr Potenzial eindämmen. Weil Kinder haben vielleicht andere Potenziale, als wir uns für sie vorgestellt haben. Kinder sind ja nicht irgendeine Ware, die man kauft und die dann die Dinge tun sollte, die eben halt in der Bedienungsanleitung stehen. Sondern, also ne, wenn ich einen Apple-Rechner kaufe, dann kann ich schon erwarten, dass ich dann, oder gibt auch andere Rechner, Lenovo und was auch immer hier, ne, keine Schleichwerbung und so. Also es gibt ganz viele tolle Anbieter für PCs und Laptops. Das heißt aber, wenn du hier einen Laptop hast, dann kannst du schon erwarten, dass dein Schreibprogramm drauf funktioniert. Und dass der halt auch einen Arbeitsspeicher hat und so. Das kann man schon erwarten. Aber ein Kind kommt halt vielleicht mit Dingen auf die Welt, mit Potenzialen, wo du dir gedacht hast, das habe ich mir aber so nicht vorgestellt. Vielleicht hast du dir so ein kleines, süßes Mäuschen vorgestellt, was lieb und nett ist, und dein Kind kommt halt als kleiner Rebell auf die Welt. Ja, jetzt kannst du das Potenzial eindämmen und sagen, nein, du musst aber in meinen Schuhen laufen. Oder du sagst, naja gut, wenn du halt so ein Rebell bist, dann lass uns gucken, wo sind die Stärken dahinter, was können wir denn daraus gemeinsam entfalten. Und eben Kinder zu formen in eine Richtung, die eigentlich nicht ihrem Potenzial entspricht, schwächt sie, ist ja auch logisch, weil das Potenzial, was naturgegeben da ist, nicht zur Entfaltung kommt. Fehler Nummer 7 ist dann nochmal alles diskutieren und nachtragend zu sein.
Passiert häufig, man diskutiert alles. Ich erinnere mich an eine Frau, die im Coaching war und sagte, Daniel, mein Kind diskutiert immer alles mit mir. Ich sage, echt? Wieso das denn? Ja, weiß ich auch nicht, die will alles diskutieren. Und ich merke so, eigentlich habe ich dich auch so kennengelernt wie jemand, der immer diskutiert. Und sage zu der Frau, ich glaube, du diskutierst aber auch immer alles mit ihm. Nee, ich diskutiere gar nicht. Ich sage, doch, du diskutierst ständig mit allem. Nein, also ich würde niemals diskutieren. Wie käme ich denn auf diese Idee? Ich sage, naja, du diskutierst doch ständig alles. Nein, ich diskutiere überhaupt nichts. Also ich bin überhaupt kein Mensch, der immer diskutiert. Ich sage, also merkst du es nicht? Ich mache eine kleine, so einen kleinen Triggerpunkt und du willst sofort mit mir diskutieren. Du hast ja gar nicht akzeptiert, was ich gesagt habe, sondern du wolltest sofort mit mir diskutieren. Und ich glaube, das machst du auch mit dem Kind. Und diese Diskussionen machen müde, die zermürben ein. Und wenn dann auch noch Eltern nachtragend sind, nee, heute kriegst du kein Eis, weil du hast vorgestern, also weißt du, wie du dich da benommen hast? Das schwächt die Power des Kindes, weil es das Gemüt belastet. So, und ich will auf den Fehler Nummer 2, den ich gerade genannt habe, wenn du alles im Detail willst, ne, kennst das mittlerweile, mein Buch, Sei stark wie ein Löwe, wie Eltern Kinder vor Mobbing wappnen. Jedes dritte Kind in Deutschland leidet unter Mobbing. Und das ist nicht eine Zahl, die ich mir ausgedacht habe, weil sie marketingtechnisch geil passt, sondern das ist eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung, die zu diesem Ergebnis kam. Also, wir haben Handlungsbedarf. Eltern mobben Kinder, während sie gegen Mobbing sind. Demütigung. Ich lese mal kurz einen kleinen Part hier vor. Sie und ihre Familie gehen, im Buch sieht sich, deswegen mache ich das kurz so, Sie und ihre Familie gehen mit Freunden abends essen. Auf die Frage ihrer Freundin, wie ihr Tag bisher war, berichten sie von dem anstrengenden, nervigen Verhalten ihrer Tochter. Sie habe ihnen den letzten Nerv geraubt. Ihre Tochter ist anwesend und hört alles mit. Sie demütigen in dem Moment ihr Kind. Das heißt, wir sind dagegen, wenn Kinder sich auf dem Schulhof demütigen, machen das aber mit unseren Kindern und nennen es dann auch noch ganz normaler Familienalltag. Drohung. Auch eine Form von Mobbing. Sie sind mit ihrem Kind auf dem Spielplatz und bekommen ihn nicht dazu bewegt, jetzt nach Hause zu gehen. In ihrer Verzweiflung sagen sie, wenn du jetzt nicht sofort mitkommst, gibt es heute kein Abendessen für dich. Dann machen Kinder sowas mit anderen auf dem Schulhof und sie sagen, wieso verrohen diese Kinder heutzutage denn so? Beleidigungen. Ihr Kind wirkt zerstreut und kleckert beim Essen. Ihnen rutscht folgender Satz raus, wie kann man nur so dumm sein? Du bist aber auch wirklich trottelig heute. Herabwürdigung. Ihrer Tochter kommt mit einer 3+ nach Hause. Sie fragen nach, was denn die anderen in der Klasse und ihre Freunde so geschrieben haben. Sie stellen abschließend nochmal fest, dass diese viel besser abgeschnitten haben als ihre Tochter. In diesem Moment würdigen sie die Leistung ihrer Tochter im Vergleich zu anderen herab. Wir nennen das dann Motivation. Aber es ist überhaupt nicht motivierend. Außer wir haben ein Kind, was einfach von sich aus so ein Leistungsenergie hat. Es gibt Menschen, die wollen einfach leisten. Also wenn zum Beispiel mir jemand sagt, das schaffst du nicht, ich bin so ein Mensch, dann mache ich es möglich. Aber sehr viele Menschen leiden eher unter diesen Vergleichen. Und es gibt sogar so ein schönes Zitat, der Vergleich ist das Ende der Dankbarkeit. Oder der Vergleich ist das Ende des Glücks, irgendwie so. Schikanen. Auch nach wiederholtem Auffordern räumt ihr Sohn einfach nicht sein Zimmer aus, um eindrücklich zu zeigen, dass das so nicht weitergeht, werfen sie alle auf dem Boden liegenden Sachen in den Müll. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Chef kommt in Ihr Büro und findet Ihren Schreibtisch nicht so, wie er es gerne hätte und schmeißt Ihre Sachen in den Müll. Sie würden wahrscheinlich den Betriebsrat informieren, wie sehr Ihr Chef Sie doch schikaniert und dann irgendwann wahrscheinlich vielleicht sogar Arbeitsklage einreichen gegen diesen drakonischen Chef. Zu Hause nennen wir es dann aber wieder ganz normale Erziehung. Verrückt. Nachstellung. Da Sie sich so große Sorgen um Ihr Kind machen, überwachen Sie es heimlich, zum Beispiel durch Lesen privater WhatsApp-Nachrichten oder des Facebook-Profils. Belauschen von Gesprächen oder stetigen kontrollierenden Standorts. Kann ich übrigens verstehen, weil man sich echt Sorgen um das Wohlergehen der Kinder macht, aber es ist trotzdem Nachstellung, die wir bei uns selber absolut kritisieren würden. Dann nehmen wir doch mal zum Beispiel Stalker, die uns immer hinterher und lauschen, die immer kontrollieren, wo wir sind. Da erstatten wir Anzeige gegen. Wir stalken teilweise unsere Kinder und nennen es auch wieder wichtig für das Wohlergehen der Kinder. Nein, es ist überhaupt nicht wichtig für das Wohlergehen der Kinder. Es ist einfach nur ein Ego-Trip von uns. Ausgrenzung. Eines ihrer beiden Kinder hat sich heute in ihren Augen falsch verhalten. Sie bestrafen es, indem sie nur mit dem Geschwisterkind den geplanten Besuch im Schwimmbad unternehmen. Ja, da sagen jetzt vielleicht einige, aber ich kann mein Kind doch auch nicht noch belohnen, wenn es Mist macht. Und genau das ist der Denkfehler von uns Erwachsenen. Wir glauben, wir müssten Menschen demütigen oder bestrafen, damit sie gut funktionieren. Aber das hat doch schon, also so wurden wir erzogen. Ich höre ja dann ständig, aber du, das hat man mit uns doch früher auch gemacht. Uns hat es doch nicht geschadet. Doch, es hat uns geschadet. Guck dir doch mal die Welt an. In dieser Welt regieren Menschen, die
so erzogen worden. In dieser Welt führen Menschen, die so erzogen wurden. Diese Welt richten Menschen zugrunde, die so erzogen wurden. Wir als Gesellschaft können nicht mehr miteinander reden, sondern sind nur noch gegeneinander. Wir distanzieren uns immer mehr voneinander. Wir flüchten uns in Süchte, in was auch immer. Wir zerstören die Umwelt. Wir essen viel zu viel Fleisch. Und ich will hier nicht so tun, als ob ich Veganer wäre. Bin ich nicht, sage ich einfach dazu. Aber der Fleischkonsum, den wir als Gesellschaft an den Tag legen, also sieht doch wirklich jeder, dass das nicht mehr normal ist. So, das heißt, wir töten massenweise Tiere. Wir schlachten die einfach ab und dann essen wir sie. Und dann sagen wir, das ist ganz normal. Dann fliegen wir mit dem Flugzeug um die Welt und pusten das Kerosin überall rein und sagen, aber das ist doch Abenteuer, wir müssen doch die Welt bereisen. Wir Erwachsenen haben offensichtlich komplett die Kontrolle über alles verloren und sagen, aber früher, das hat uns nicht geschadet, das hat uns offensichtlich verdammt geschadet. Wir erpressen andere und nennen es dann einfach guten Umgang miteinander. Wir demütigen andere. Und jetzt machen wir das auch noch mit unseren Kindern zum Großteil der Gesellschaft wirklich. Und da möchte ich einfach sagen, das sind Fehler, die Kinder unglaublich schwächen und daraus werden dann Erwachsene, die vielleicht in diesem gleichen Teufelskreis sind, die wo wir sind und die sagen, es ist viel, viel wichtiger, noch mehr Technologie, noch mehr Entwicklung, noch mehr Reisen, noch mehr Fleisch, noch mehr irgendwas zu kreieren, anstatt vielleicht zu überlegen, ist das, wo wir uns gerade hinbewegen, einfach vielleicht genau der Abgrund, in den wir nicht rein wollen. Bräuchte es möglicherweise jetzt Eltern, die ihre Kinder zu mehr Liebe, Achtsamkeit, Respekt und Demut erziehen, sodass die vielleicht irgendwann auf die Idee kommen, dass diese ganze Leiter nach oben oder Spirale nach oben nur in den Abgrund führen kann. Und vielleicht sind es ja dann diese Kinder, die die Welt retten, die wir am Abgrund gebracht haben. Also dieses ganze Thema, früher war es schon immer so gewesen und das hat uns nicht geschadet, ist absoluter Schwachsinn. Offensichtlich hat es uns geschadet, aber ziemlich stark sogar. Und deswegen würde ich dich dazu ermutigen wollen, weil ich glaube, du bist eine der Personen, die sich das auch annimmt, sonst würdest du diese Videos nicht gucken, sonst würdest du eine Person wie mich abscheuenswert finden. Weil natürlich musst du eine gewisse Interesse auch daran haben, dich zu hinterfragen, wenn du diese Videos hier guckst. Und vielleicht konnte ich dich ein bisschen dazu motivieren, feinfühliger, achtsamer und liebevoller zu sein in der Erziehung. Kinder brauchen nicht mehr Strafen, Drohungen und Demütigungen. Sie brauchen Erwachsene, die sie bedingungslos lieben und die ihnen zeigen, wo ihr Platz in der Welt ist und dass mehr Liebe in die Welt etwas bringen würde und Hass niemals eine Option sein darf. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren, diese Fehler für dich mal zu hinterfragen. Tappst du vielleicht auch in diese Fallen und dich vielleicht dazu motivieren, anders zu handeln und wenn du Interesse hast, noch mehr reinzulesen, guckst du natürlich auch ins Buch 10 Euro überall da, wo es Bücher gibt. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du mehr sehen möchtest, schau gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen vorbei. Auf Instagram, Facebook oder auf meinem Podcast Starke Kinder, Starke Zukunft. Außerdem ganz wichtig, damit du hier nichts verpasst, abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn auch du Kinder nachhaltig für die Zukunft stärken möchtest, dann schau doch mal bei unserer Ausbildung vorbei. Wir bilden dich zu einem erfolgreichen Kinder- und Jugendcoach aus. Auf www.starkauchohnemuckis.de bekommst du mehr Infos dazu. Ja, und jetzt werden dir hier irgendwo noch weitere Videos und Playlists eingeblendet, damit du weiter auf diesem Kanal stöbern kannst. Danke, dass du hier bist.